Geht's jetzt endlich los? Ja, scheint jetzt. Geh ich doch mal. Und ich bin dann auch hier. Ich hier ein Spiel. Tschüss, ihr zwei, danke. Reingehauen, ihr beiden. Ciao. Und ich bin auch raus. Ja. Wir spielen jetzt Golf. Aber wie ich sehe, der Timer steht noch auf 3:19. Hätte ich ja, aber Ton ist da wenigstens. Und jetzt kommen wir etwas runter, denn wir sehen Golf. Und wie kommentiert man Golf? Ganz ruhig und langsam und ganz entspannt. Du hast den absoluten falschen Nebenkommen, ja? Ich weiß, das habe ich ja vorhin schon gesagt, deswegen sollst du die Klappe halten. Autsch. Irgendwie ist heute echt der Anti-Nick-Mittag. Ich bin echt ein bisschen enttäuscht. Was, heute? Bei mir doch. Ja, also heute wirklich extrem, Chuck. Also wirklich. Wir sind sogar an einem Punkt angekommen, wo selbst ich sage, es ist genug. Und das muss was heißen. Naja. Aber ich habe dich vorhin vorgewarnt. Ja, ja, das war jetzt nicht. Das ist okay. Die Klappe halten werde ich nicht, aber... Mal schauen. Wird schon werden. Und wie wir sehen, werden wir jetzt Frisbee-Golf spielen. Das heißt, das Incentive hat, der Bitwar hat sich dann für Frisbee-Golf entschieden und nicht für Golf. Ist auch sehr interessant, auf jeden Fall. So. Und was ist da der Unterschied? Das eine, da spielen wir Golf und bei dem anderen werfen wir Frisbee. Danke, Chuck. Außer das Offensichtliche. Ansonsten gibt's keinen Unterschied. Ah, das wirst du gleich feststellen. Okay. Sind Sie sich dort sicher, Mr. Chuck? Bin ich. Ja. Gut, dann hoffe ich, dass es gleich auch anfängt und unser Herr auf dem Green die 13 Löcher auf schnellste Art und Weise beenden wird. Kommst du auf 13? Ist es nicht 13? Immer. Oder waren es 18? Ach, ich kenne mich mit Golf nicht aus. Sind 18. Definitiv 18. Ja, das steht auch, es steht sogar 3, 9 und 18. Ja, yes. Gut. Soll vorkommen. Ado, 18, wie mein IQ. Meni, alles klar. Oh, da ist es natürlich jetzt. Da lädt es. Ja, es hat innerhalb geladen. Also. Ja. Wenn die weiter so reden, mache ich mir noch einen Cocktail. Dann, Miss Foxy, machen Sie sich doch einen Cocktail. Ich empfehle dort einen guten Gin Tonic. So, und der Stream lädt schon wieder. Irgendwie scheint der CMDR ein paar Probleme zu haben, aber scheinbar geht es jetzt los. Er hat die 18 Lochstrecke ausgewählt. Logischerweise müssen die Frisbees nicht in Löcher fliegen, sondern wir haben Zielscheiben. Und ja, herzlich willkommen zu dieser heutigen Runde Frisbee-Golf aus dem Spiel Wii Sports Resort. Wir haben genau 3 FPS. Nee, 1 FPS. Oder eher 0,5. Yeah. Okay, also er hat auf jeden Fall schon mal den ersten Frisbee wunderbar eingelocht mit einem Birdie. Bedeutet, er war ein Schlag besser als die Vorgabe. Allgemein werden wir natürlich versuchen, entweder unter Par zu bleiben. Und da haben wir sogar ein Hole in One. Mensch, unfassbar. Sobald auch der Frisbee den Kreis, der die Zielscheibe trifft oder überfliegt, fliegt er automatisch nach unten und es zählt als Ziel, egal ob es nun den blauen Kreis, den mittleren Kreis oder den Innenkreis trifft, es zählt immer als Ziel. Das heißt, er muss nicht darin runterkommen, sondern einfach, ja. Foxy, es gibt deshalb keine Cam, weil auch die Midwest Beatfest
das Recapturen von dem Originalstream des Runners, denn dieser Runner ist nicht vor Ort, deshalb gibt es auch keine Cam. So. Wir sehen auch rechts unten dann immer schön die Anzeige, die ganze Map und. Es ist getroffen, es sah schon ein bisschen. Ah, es ist getroffen, sehr schön, und da auch wieder ein Birdie bei diesem Loch. Und ja. Miss Foxy, aber dann wäre die Kamera in dem Bereich, wo das Spiel jetzt läuft. Weil der Runner nicht das Layout besitzt, sondern seinen vollen Bildschirm streamt. Wir haben das so gelöst. Hat er den gerade vorbeigeworfen? Den hat er jetzt gerade komplett vorbeigeworfen. Ja, okay, das war natürlich jetzt nicht so gewollt. Das, solche Fehlschläge können natürlich einfach mal passieren. Ja, auf jeden Fall sieht man dann rechts unten immer an einer Map, wie stark der Wind ist, wie die Map aussieht. Wir sehen alle Sandbänke, alle, wo Wasser ist, wo das hohe und niedrige Gras ist. Macht das überhaupt einen Unterschied beim Frisbee, ob hohes oder niedriges Gras? Es ist mir nicht bekannt, dass das einen Unterschied macht, aber das sind auf jeden Fall die normalen Golfstrecken, also die das Spiel ebenfalls zu bieten hat. Und das war jetzt nicht so schön. Und wir sehen auf jeden Fall, ja, es ist jetzt schön ins Wasser geflogen, das heißt, wir müssen den Wurf wiederholen, direkt an der Kante zum Wasser. Wir können übrigens immer auswählen zwischen drei Frisbees, alle drei Frisbees haben haben ein paar unterschiedliche Stats. Und ja, stimmt, der Frisbee wird bei dem hohen Gras nicht zu springen. Vielen Dank an die Regie. Da sitzt gerade Flickmode. Und vielen Dank. Ja. Die Windanzeige ist natürlich immer zu überwachen, genauso wie beim richtigen Golf. Einfach aus dem Grund, der Frisbee kriegt in dem Fall einen leichten Drill, beziehungsweise wird leicht driftet leicht ab. Gerade bei dieser Map kommt der Wind von Osten mit einer Geschwindigkeit von 14 Meilen pro Stunde. Und da sollte er jetzt auch mit dem dritten Wurf gleich einlochen. Und das sieht gut aus und er fliegt in das Loch. Wieder ein Birdie. Sehr schön. DMDA macht hier ein klasse Spiel. Er hat in dem Moment Thank you gesagt. Okay. Auch nicht schlecht. Ja. Gruß von der Dokumi. Grüße zurück, Apfelkuhn. Schön, dass du bei uns zuschaust. Ja, und auch da jetzt wieder mit dem Wurf Nummer 3 ein wunderschöner Birdie geworfen. Dadurch kommen wir direkt zur nächsten Strecke. Eine Frage aus dem Chat habe ich für Sie. Warum wählt er immer nur den linken Frisbee, Herr Chuck? Weil der der Beste dafür ist. Also man hat in einem vergangenen Spiel, welches er aus speedrun.com hochgeladen hat, hatte er dann zwischenzeitlich auch mal für kürzere Strecken auf den mittleren, den grauen gewechselt. Aber er scheint den roten am meisten zu mögen. Es scheint prinzipiell einen Vorteil zu bringen. Das ist doch super. Master FM fragt, ob wir high wären. Nein, also von mir gesprochen, ich bin nicht high. Ich bin auf Tee. Das ist doch schon ein wenig high, aber ich glaube, das ist nicht das, worauf der Herr angesprochen hat. Das sind auch pflanzliche Materialien auf jeden Fall. Und, ja. Guten Abend, Riku Empire. Hier, wenn er jetzt das gut geworfen hat, sollte er auf jeden Fall treffen. Und, ja, ganz knapp, direkt an der Kante zum Loch. Das ist natürlich ärgerlich. Das wird Fazit, den 5 cm weiter und es hätte den Punkt gegeben. Das wird den Runner sehr ärgern. Das ist sehr schade.
Gibt es eigentlich schon VR-Speedruns, fragt Apfel-Kuhn. Ja, auch die VR-Spiele haben schon Speedruns. Nur sind sie oft nicht bei irgendwelchen großen Marathons dabei, weil sie schwer zum Aufbauen natürlich sind. Ja, hier hatte man jetzt gerade wunderbar gesehen, wie er jetzt an dem Ziel, wie er am Loch vorbeigeworfen hat. Es war eigentlich, er hatte eigentlich schönen Auf, also schönen Rückenwind. Das heißt, der Frisbee ist lang geflogen, hätte er richtig gezielt. Mit dem perfekten Wind von hinten hätte er durchaus ein Hole in One werfen können. Das ist sehr schade, dass er dies nicht geschafft hat. Hier sehen wir jetzt auf jeden Fall aus dem Wind von Südosten kommen mit einer Geschwindigkeit von 12 Meilen pro Stunden. Ja. Auch hier ist er leider am Ziel vorbeigeflogen. Sehr schade. Das trägt den Frisbee dann halt immer gerne noch etwas nach links. Ja. Ein Boogie immerhin trotzdem. Das ist sehr stark. Ja, Boogie heißt in Golfsprache, dass es ein Schlag schlechter ist als die Vorgabe, also unter Par. Par ist immer so das, was vorausgesetzt wird, je nachdem wie gut das Spiel, CMDR jedes macht, könnte er vielleicht sogar für zukünftige Strecken die Par-Vorgaben bestimmen. Das wäre natürlich fantastisch. Dieser Flug dieses Frisbees ist wieder wunderschön anzuschauen. Wundervoll. Und Clubernikus, ich kann dir tatsächlich nicht sagen, was welche Frisbeebahn mein Favorit ist, da ich dieses Spiel selber nie gespielt habe. Ich habe mir diesen Mann insgesamt zweimal angeschaut und sehe ihn jetzt gerade das dritte Mal, aber so prinzipiell sind alle Strecken immer so wunderbar aufgebaut, sind abwechslungsreich. Und ja. Man kann auf jeden Fall gut mitarbeiten. Auch der Wind kommt immer mal gerne von anderen Richtungen. Auch die Umgebung ist schön gemacht. Obwohl ich natürlich so, wenn ich so recht drüber nachdenken muss, so Strecken an den Wassern, an Wasser bevorzuge. Einfach weil ich das Meer wunderschön finde. Eine Frage aus dem Chat von dem guten Herrn Veni Vidi Ricci. Wofür steht Paar? Erinnern Sie sich noch daran, Chuck? Ja, da sieht man jetzt auf jeden Fall wieder, wann er einen wunderschönen Birdie geworfen hat. Ja, hier haben wir jetzt mal eine Strecke, auch wenn sie am Wasser liegt, wo man eine Windgeschwindigkeit von 0, wo man einfach Windstille hat. Es weht kein Wind aus irgendeiner Richtung. Sprich, der Frisbee bewegt sich wirklich wunderbar gerade, es sei denn, man gibt ihn etwas drin und was das war ein... Was war denn dies? Das scheinbar geht dem der Kraft langsam aus, sodass er den Frisbee einfach mal kurz wegwirft. Das ist... Ach, das tut einem Frisbee-Golf-Kommentator natürlich weh, einen Mann so kurz vor einem wirklich guten Run zu sehen und ihm dann... zu sehen, wie ihm die Kraft im Arm verlässt. Das muss man aber tatsächlich sagen, er hatte das auch in seiner vergangenen Spiele gezeigt, dass ihm einfach mal der Frisbee nach hinten weggeflogen ist. Dies zählt natürlich nicht als Wurf und man darf ihn wiederholen. Nun, jetzt versucht natürlich CMDR von einer Insel zur nächsten zu gelangen, um den Frisbee perfekt in Richtung des Loches zu platzieren. Und wieder ein Birdie. Unfassbar, was CMDR hier abliefert. Begeistert. Man hört es hoffentlich auch an unserer Stimme, wie unfassbar wir das hier gerade finden, wie CMDR das hier macht. Clubernikus, ein Frisbee-Golf-Profi, verdient so im Jahr schnittlich
durchschnittlich eine 500.000 und also man kann damit definitiv leben, würde ich sagen, ja. Das ist durchaus so, das ist durchaus korrekt. Und ja. Langsam sollten wir dann sollte dieses Spiel auch beendet werden. Das war relativ knapp. Am Wasser vorbeigeworfen. Und ja. Wenn er jetzt gut wirft, bekommt er jetzt auf jeden Fall ein Hole in Two. Leider nein. Aber er wirft schon bald. Ist natürlich knapp daneben. Das heißt, der muss jetzt sitzen, der dritte Wurf. Und es aber ist er ein sitzt Paar. Auch. So. Hier sehen wir jetzt einen Parcours mit vier Inseln. Er versucht natürlich jetzt wieder von Insel zu werfen. Und somit das hoffentlich in drei Würfen das Loch zu erreichen. Jetzt muss er sich gerade noch entscheiden, auf welche Insel er wirft, ob er die linke oder die rechte von seiner Position ausnimmt. Er hat sich für die rechte entschieden und wirft tatsächlich bis kurz vor den Rand. Das heißt, das könnte jetzt tatsächlich ein guter Wurf werden und direkt ins Loch gehen. Ah, leider nicht. War sehr schade. Nun muss er noch einen weiteren Wurf machen und muss sogar von derselben Stelle wieder werfen, da er leider über die Insel geworfen hat. Und Time. Und da haben wir jetzt die 18. Strecke mit einem wunderschönen Paar beendet. Und somit hat Semnia insgesamt 13 Minuten 10 Sekunden und 340 Millisekunden gebraucht für dieses wunderbare Spiel. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Und scheiße, geht mir diese Stimme langsam auf. Ich kann auch nicht mehr. Ich muss jetzt wirklich auch muten und einfach mal. Ja. Übelst husten. Das war so schwer. Aber ich bin gerade so froh, dass wir das beide 13 Minuten durchgehalten haben. So. Ja, Entschuldigung, ich konnte mich nicht mehr solchen muten. Ich hatte was zu trinken in der Hand. Und gehen zurück ins Studio. Studio ist da. Studio ist da. Hallo Rico. Hi. Das war ja ein spannendes Spiel. Oh. Ja, auf jeden Fall. Ah? So. Ich frage mich echt bei manchen Sachen, wie man das dann, wie kommt man darauf, das zu speedrun zu wollen? Kommt man darauf, überhaupt irgendwas zu speedrun? Das ist genau dieselbe Frage, mit der man Bock drauf hat. Ja, es geht einfach, deswegen macht man das. Man hat einfach Bock drauf und wir hatten ja jetzt auch schon gestern die verrücktesten Sachen gesehen. Ein Sportspiel noch. Und jetzt scheint er noch ein bisschen paddeln zu wollen. Okay. So. Ja. Jetzt paddeln wir natürlich einfach nochmal ein bisschen durchs Wasser. Hier sehen wir den Sportler jetzt in einer für ihn natürlich untypischen Sportart. Dem Paddeln. Ob er sich hier auch so gut macht wie beim Frisbee-Golf, werden wir gleich sehen. Es sieht relativ gut aus, wie er davon an den Hindernissen vorbei paddelt. Seine Haltung der Hände ist auch sehr perfekt und macht das wirklich top, wie er hier durch die Bälle hindurchkommt. Da verfolgt uns jetzt ein kleines Quietsche-Entchen. Einfach mal schneller ist als wir. Das kann man einfach mal machen. Da kommt noch ein zweites Quietsche-Entchen dazu. Oh Gott, das Video muss ich mir anschauen, Vini. Ja, Vini, mir ist dieses Video bekannt. Ja, Vini, muss ich mir nachher anschauen. Das schickt Vini immer mal zu gerne rum.
Ach ja. So, hat wieder sehr viel Spaß gemacht, Chuck. Ist immer wieder toll, mit dir zu kommentieren. Hat immer was anderes. Ich gebe mir Mühe. Ich meine, entweder zitierst du die Steam-Review, wo Zitat in dem Steam-Review die Hurensöhne steht. Oder wir kommentieren wie Golf-Kommentatoren. Also. Ach ja. Du hast es noch nie rumgeschickt, Vinny? Dann kriege ich das ständig von irgendwem anderes gesagt, dass man das doch mal unbedingt sehen soll. Also ich weiß nicht, ich habe das, krieg das pro Monat bestimmt einmal, also nicht definitiv nicht nur von dir, aber ich hätte gedacht, dass du auch schon mal das, jetzt nicht während eines Events irgendwie rumgeschickt hast, aber so das auch schon mal, ja. Aber, dann müssten wir, Chuck, wenn jemals ein Fußballspiel ist, das auch kannst du vergessen. Die Fußballkommentatoren. Da ich vom Fußball keine Ahnung habe. Ja, ich habe von Golf keine Ahnung. Das heißt, du tauschst mir einfach die Rollen. Tauscht mir einfach die Rollen, das passt dann schon. Ich habe von Golf auch keine Ahnung. Das Einzige, was man bei Golf unbedingt einfach mal gesagt haben muss, da hätte ich auch gerne mal eingelocht, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ich verstehe, was du meinst. Gut. Und da hat jetzt Simia die ganzen Entchen zusammengesammelt und zur Entenmutter gebracht. Das war schön. So, was ist denn das nächste, was drankommt? So, und Truck mit Kitty und Mauli. So, richtig. Und als nächstes kommt dann ein wunderbar aufgebrachtes Spiel, Cluster Truck. Es wird etwas hektischer, es ist nicht mehr so ruhig wie Golf. Und dementsprechend gibt es dann auch andere Kommentatoren. Ja, weil ich stehe ja natürlich für ruhiges Commentary. Natürlich. Ab jetzt schon. Aua, Chuck. Oh mein Gott. Komm, Chat kommt noch nicht auf deinen Gag klar. Cluster Truck wird hier im deutschen Sprachraum gerne von Heinke gespeedrunnt, das ist korrekt. ich vermute einfach mal, dass das Cluster Truck jetzt ohne Chat wird. Wir haben das sehen. Also ich stehe zum, ja, mindestens any person drin. Ich weiß halt auch nicht, dass es ja online ist, das Ganze, wie es viele Zuschauer. Es ist auch offline. Es ist beides. Es ist auch on-site. Es ist so eine Mischung aus beidem, Chuck. Ja, ich weiß, aber jetzt gerade sind wir im Online-Part. Ja gut, aber es kann ja sein, dass Cluster Truck wieder on-site ist. Kann ja sein. Dann würde dann in Setup-Phase drinstehen. Mag sein, ja. Aber er macht jetzt noch irgendwas in Wii Sports Resorts anscheinend. Wii Sports nochmal. Ach, Wii Tennis. Sports. Oh, und jetzt spielen wir einfach mal noch ein Rundchen Tennis. Das ist natürlich wunderbar. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie Tennis kommentiert. Absolut nicht. Was machen die denn da jetzt noch? Zeit rausholen. Die haben die Setup-Phase für die Online-Runs haben die einfach mal um 15 Minuten gekürzt. Also kürzer gehalten und jetzt versuchen die wahrscheinlich einfach nochmal Zeit rauszuholen. Ja. Ja, jetzt werden wir noch ein schönes Tennis-Match sehen. Auf der linken Seite sehen wir DMDR mit auch dem Spitznamen Gobi. Dein Gegner ist momentan noch nicht bekannt. Es ist auch interessant, dass er jetzt dass er das jetzt beide Charaktere gleichzeitig steuert. Das wir ist bei Wii Sports normal. Nein. Doch? Nein. Wenn das andere ein anderer Charakter ist, muss es ein zweiter Spieler sein. Ja, richtig, aber du kannst halt auch. Da kannst du nicht sogar auch mit. Nee, es gibt CPU. Kein Einzel. Glaube nicht. So, I'm gonna start the timer.
And so the timer's going to start maybe like 15 seconds ahead of the actual picture. Good. Okay. So that I can time it properly. Wird auch getimed. Das ist wunderbar. Ich würde jetzt eigentlich tatsächlich gerne wissen, was er da die ganze Zeit labert, aber... Irgendwas mit Yoshi-Kostüm habe ich verstanden. Foxy! Bitte dich. Und es wird gespielt gegen Reck und den anderen habe ich leider nicht gesehen. Chris. Und direkt ein Ass. Und direkt das zweite hinterher. Nein, doch nicht, aber ein Out. Aber jetzt wieder ein Ass. Und zurück. Das war Tennis. Yes. Okay, jetzt sehen wir noch. Spielen wir jetzt einfach einmal komplett durch. Geil. Scheint so. Ja, Baseball. Jetzt noch eine Runde Baseball. Wir spielen auf jeden Fall Pink gegen Pink. Das ist schon mal sehr gut. Weiß man auf jeden Fall, wer zu wem gehört. Ja, gut, wir hoffen, dann, dass dann wir auch direkt drauf. Einen Home Run hier sehen werden. Nein. Das war ein Foulball. Also ich kann mir mit Hope vorstellen, dass er gerade einen Bound versucht hat, aber... Und wieder Foulball. Jetzt hat er einen wunderbaren Bound geschlagen. Single Base. Ist bis Single Base gekommen, genau. Und nun haben wir Bob. Bob schlägt. Und auch dies es ist wieder ein Single. Es war ein schöner Bound, hat er geschlagen. Du weißt nicht, was das ist, oder? Absolut nicht. Das ist, wenn man einfach nur den Schläger hinhält und er einfach den Ball abprallen lässt vom Schläger und den Ball gar nicht sozusagen wegschlägt, aber er sozusagen gültig ist. Ball. Das sieht mir jetzt nach einem schönen Band aus. Out. Tubby haben wir das erste Out. Dran. Und auch wieder hier einen schönen Band geschlagen. Diese Taktik ist übrigens, wer sich mit Anime auskennt, beliebt in dem oder auch Manga, beliebt bei Assassination Classroom, bei dem Spiel der Baseball AG gegen die E-Klasse. Und jetzt der erste richtige Schlag. Und es wird auf jeden Fall ein Double sein, genau. Das heißt, es ist der erste drin. Wir haben mal, es steht 1 zu 0. Und was für ein Schlag! Aber leider nur ein Single. Jetzt möchte er einen Home Run machen, sagte er. Schafft er das auch? Was für ein Schlag! Und out. Wechsel. Change. Das war so nicht gewollt. Jetzt sind wir daran, den Ball zu schlagen und sehen dabei direkt den ersten Foulball. Wir können tatsächlich bestimmen, wie der Ball fliegt, ob er hoch, tief, mittel fliegt und was in welche Richtung, links oder rechts. Weißt du, hast du das Spiel jemals gespielt? Ja. Gut. Ich fand aber Tennis cooler als Baseball. Und Boxen. Strike. Oh.
Das ist ein gut geschlagener Ball, das sieht... Wird das ein Home Run? Nein, es wird ein Out! Out. You're out. Strike. Das war ein Driveball. Fastball. Curveball. Und... Out. Out. You're out. Akira ist am Start. Und... Out. Jetzt ist wieder ein Wechsel. Ein Double. Ein schön geschlagener Double. Ja. So. Nun Chase am Schläger. Ja, ein Foulball. Kann durchaus mal passieren. Und das war ein Out. Es ist immer schlecht, zum Pitcher zu spielen. That's a Foulball. Ein Out. Ein Out, gut. Wäre aber auch so eine Foulball gewesen. Das ist, sollte wieder ein Double werden. Dem ist auch so. Das heißt, es steht jetzt 3 zu 0. Wir können uns jetzt kein Out mehr erlauben. Ein nächster Out würde bedeuten, dass es Wechsel ist. Ein Fourball. Das war ein sehr schöner. Das war ein Home Run! Home Run! Wir haben ein Home Run! Wir haben die 5 zu 0 geknackt. Ein Foulball. Oh, das könnte ein Double werden. Nee, nur ein Single. Der Ball ist aber lang gerollt, sind viele dran vorbeigesprungen. Sehr schöner Schlag hier. Das könnte ein. Könnte es ein Triple werden? Nur nee, es wird nur ein Double. Das heißt, die Position 2 und 3 sind jetzt besetzt. Mit einem Home Run würden jetzt alle drei logischerweise reinkommen, aber mit einem Double wenigstens alle beide, wie die ersten beiden. Und das Triple. Ist ein Triple. Nice. Man hat richtig schön gesehen, wie da der Ball da hinten auf der Brüstung, auf der Absperrung, ein bisschen rumgesprungen ist. So. Und hier jetzt einfach nur ein Bound. Ein Single. Bringt sogar ein Single, es steht 8 zu 0. Auch das war ein schöner Bound, jedoch leider direkt der Pitcher ran. Und Change. Das war ein schöner angedrehter Ball. Und das ist ein Foulball. Beziehungsweise direkt ein Out. Strike. Oh, noch ein Strike. Strike. Strike out. Strike. You are out. Ich habe das so oft gespielt, dass ich weiß, dass der sagt, you are out. Ja, die Kategorie, das hätten wir jetzt eigentlich sehen müssen bei Wii Sports Resort, die Kategorie All Sports. Das wäre witzig geworden. Und wir sind vom Baseball weg. Und wir gehen zum Bowling.
Entschuldigung. Kein Problem. Ich muss zu trinken eingießen. Und ein Spare. Spare bedeutet, dass die nächsten Würfe doppelt sind und ein Strike, das heißt, die nächsten zwei Würfe zählen doppelt. Das könnte noch ein Spare werden. Das Wichtigste übrigens beim Bowling, oh, das war interessant. Das Wichtige beim Bowling ist übrigens, dass man die Kugel etwas andreht. Ich habe mal eine Bowling-Meisterschaft, also Weltmeisterschaft gesehen, das Finale, das war krank. Ja, da ging, die haben den Ball Richtung rechte Rinne geworfen. Der hat sich dann so gedreht, dass er Richtung linke Rinne ist, dort kurz davor umgedreht ist, um dann genau mittig reinzugehen. Strike. Und einen Strike geschlagen. Ah, nein, doch, nein. Leider nee. Nein. Der eine ist noch stehen geblieben. WTF, was ist das für ein Mann? Ja, wir sehen hier gerade Wii Sports in der Kategorie All Sports, das heißt, wir sehen gerade alle Sportarten. Ja. Mehr kann man dazu auch nicht sagen. Es ist logischerweise glitchless. Wäre komisch, wenn dieses Spiel irgendwelche Glitches hat. Naja, Glitches haben sie bestimmt irgendwo, aber es wäre komisch, wenn diese Glitche dazu führen würde, dass man schneller fertig wird. Ja. Und hier haben wir übrigens einen Split. Den sogenannten Split. 106 Punkte sind aber nicht schlecht. Und hast nur das letzte Mal Bowling gespielt? Ich dachte schon, Molly, nick me. Letztes Jahr. Also so, ich sag so, ich gehe glaube ich so zweimal im Jahr spiele ich Bowling. Und was kriegst du so für Punkte hin? Boah, es geht. Nicht so gut. Ich sag so, in einem Spiel schaffe ich vielleicht so zwei Strikes und drei Spares und dann mal je nachdem. Ich rede von Punkten. Ja, ich weiß nicht, merkt mir das nicht. Okay. Ja, hier haben wir jetzt auf jeden Fall die Vorgängerversion vom Golf. Das hatten wir ja gerade eben schon gesehen, die Nachfolgeversion. Zumindest im Frisbee-Golf. Das Golf bei Wii Sports ist natürlich etwas einfacher gestaltet. Wir haben links die Anzeige, wie stark wird es schlagen. Das Ganze ist in vier Segmente unterteilt. Ja, außerdem kann man noch zu viel schlagen, das sieht man dann, wenn es rot wird, der Balken. Ist aber natürlich praktisch, wenn man im tiefen Gras ist. Da hat er schön eingelocht mit einem Paar. So, und hier spielt er jetzt schön übers Wasser und der Ball fliegt und er fliegt und es leckt. Und legt es im tiefen Gras, das heißt, er wird jetzt wahrscheinlich wieder ein betreten. Nee. Es hat nur einfach nur einen sogenannten Hüpfer gemacht. Liegt der Ball direkt vorm Loch, das ist natürlich sehr praktisch, die Fahne ist schon verschwunden. Da haben wir einen Bogey. Bogey, Bogey, Bogey. Hier haben wir den Ball zum leicht angedreht gesehen. Ein schöner gerader Schlag. Yay! Und jetzt wird geboxt. Das letzte Spot für heute. Da habe ich jetzt gar keine Ahnung von. Das durfte ich tatsächlich. Beziehungsweise danach. Ja, was musst du? Du musst ja das andere Ding noch anschließen. Ja, du brauchst einen Nunchuck noch. Und der wurde versteckt, dass wir das halt nicht spielen konnten. Okay.
Ja, meine Eltern sind sehr pazifistisch. Okay. Naja, man konnte sich nach links und rechts lehnen, auch ein bisschen mit den Nunchuck und der Wii-Fernbedienung, um so ein bisschen auszuweichen und dann auf die Fresse geben. Ja, War ich nicht ziemlich seh's. cool, war auspowernd. Es sollte Boxen auch sein. Da haben wir übrigens eine Zeit von 14 Minuten und 17 Sekunden. Jetzt muss ich einfach mal ganz kurz gucken, wie es boards. Ich habe das zwischendurch gar nicht aufgemacht. Ich glaube, auch das haben wir jetzt geschafft und ich glaube, jetzt müsste Cluster Truck kommen. Ja, hoffen wir jetzt einfach mal auf Cluster Truck. Und moin Riku. Ja, nochmal hier gucken, was jetzt hier los ist. Nochmal oder was? Jetzt gibt's noch All Sports und Wii Sports Resorts. Dann bin ich raus hier, sag ich dir. Mache ich das alleine, ist auch nicht so schlimm. Ja, okay, also der WR liegt bei der Kategorie All Sports bei 7 Minuten, also bei knapp 8 Minuten. Na gut, er hat beim Baseball auch gut Zeit verloren. Ja. Deine Zeit wäre so für würde dann fast an die